Vielen Dank. Bitte nicht aufhören. Ja, du, was gerade alles los ist, gell, da bin ich jetzt auch und jetzt hier mit euch und so, da habe ich schon ein bisschen, also da bin ich schon wirklich froh, dass ich keine Probleme oder so, also dass es mir so gut, also dass ich psychisch so stabil, also meine Tabletten sind echter Knaller. Ja, mei, ich bin schon länger neben der Spur, aber ist eigentlich schön da. Man hat es ja schon angedeutet, das von mir zu tragende Päckchen. Es ist so, ich komme aus Weißenhorn. Ja. In Bayerisch-Schwaben. Bayerisch-Schwaben. Der Gazastreifen Bayerns. Da brauchst du ein dickes Fell. Das habe ich auch. Ich meine, als ich da wieder zurückgezogen bin, da habe ich meine Privatsphäre erstmal am Ortsschild leer abgeben. Ich brauche da kein dieses Corona-Tracking-App da. Da weiß jeder ganz genau, wann wer mit wem geschmust hat. In Weißenhorn, da falle ich halt leider auch auf. Also nicht wegen meinem Job oder so, sondern über 30, kein Mann, kein Haus, keine Kinder. Ich gelte da unten als gescheiterte Persönlichkeit. Aber ganz ehrlich, was kann ich denn dafür? In Weißenhorn, da heiraten alle das Erstbeste oder das Letztmögliche. Da bin ich halt irgendwo zwischendurch geschlupft. Ist das hier auch so, oder? Nein, nein. Schau schnell nach links und rechts. Nein, nein. Ja, was heißt, ich meine, ich hab das ja auch schon mal gehabt, so ein, helf mir, Mann. Ich hab so ein Ding ja auch schon mal. Es ist ja nicht so, nein, ich hab's doch auch schon, wirklich, wirklich. Aber ich hab ganz schnell gemerkt, nee, also so ein Mann, das ist wie so ein Mutter mal. Wirst du nicht mehr los. Außer mit dem Messer. Die wollen mich ja jetzt alle immer verkuppeln. Also erst haben sie die Messerschublade leer geräumt und dann haben sie angefangen, mich zu verkuppeln. Da haben sie gesagt, der Basti von gegenüber, der wäre doch was, hä? Kathi, der Basti, der wäre doch was. Der Basti, der macht einen auf Hipster. Das war hier wahrscheinlich mal vor 4 Jahren modern. Jetzt ist der Trend in Weißenhorn angekommen. Der Basti, der hat so ganz enge Jeans an. Weißt du, wenn ich fies wäre, würde ich sagen, steh auf und zeig's die Leute. Aber ich bin nicht so. Ich bin nicht so eine. Ich mach selber vor. Das gucken dich nachher eh alle an. Weißt du, was ich meine? Scheiß drauf. Nein. Ja, nee, aber nein, guck mal, der Basti, der ist ja viel hässlicher als du. Das sieht doch bei dem gar nicht so. Der Basti, der hat genau wie du die enge Jeans an. Ihr könnt abbrechen, wirklich, habt ihr euch abgesprochen, der Basti und du. Genau so die enge Jeans und unten, wenn ihr das seht, nicht hochkrempelt, dass man unten das Knöchelchen sieht. Geil, die Stelle, die macht uns Frauen so richtig wuschig, da wollen wir gleich wirklich. Er hat ja noch Tennissocken dazu an. Ich muss dich schon festhalten, gell, mit den Tennissocken, die Knöchel, oh, geil, geil. Aber, nein, du bist ja wirklich der Basti in viel besserer Version, wirklich, du sollst halt mal den Basti sehen, der Basti, der hat ja dagegen, bist du ja wirklich, also, super, super, wirklich, ich will nichts, nein, der Basti, der hat so einen Busch im Gesicht, was da alles drin hängt. Ekelhaft. Und dann denkt der Basti allen Ernstes, er kann mich schief von der Seite anlabern vor seinen Kumpels. Du, der Basti macht mich blöd von der Seite an. Da habe ich den Basti erst mal in die Wange gekniffen vor seinen Kumpels und gefragt, na, mein Kleiner, hat man bei der Geburt den Rahmen mit rausgerissen? Hä? Ich sag, na ja, nur so. Und das Hemd, ist das aus Italien, oder? Hä, wieso? Ich sag, na ja, weil aus die Ärmel 2 Spaghetti raushängen. Nö. Da mache ich lieber gar nicht in die Richtung mit da, Basti und so. Ich gehe jetzt neue Wege. Ich weiß nicht, ob sich schon bis hier
rumgesprochen hat, ob es schon gekommen ist bis Bad Dürkheim. Also es gibt da Neuigkeiten. Ich sage jetzt einfach, wie es ist. Ich bin die neue Bachelorette of Science. Also ich habe Psychologie studiert, also nichts Fachpsychologin. Ich bin Psychologin. Aber wenn ich mich so umschaue, dann ist eigentlich gar nicht schlecht, dass ich da bin. Ja, eigentlich arbeite ich ja jetzt seit der Pandemie systemrelevant, wie ich jetzt bin, in der Kinder- und Jugendhilfe. Aber für den Job hätte ich mir das Studium eigentlich sparen können. Also da hätte so meine bisherige Erfahrung hier ausgereicht. Das ist weiterhin Theater, weiter habe ich keine Ahnung, wo im nächsten Monat das Geld herkommt. Und weiter liegen Anerkennung und Abwertung sehr nah beieinander. Ganz schmaler Pfad. Ganz schmaler Pfad. Also ich meine, ihr könnt euch das ja vorstellen mit so Kindern und Pubertieren. Also das ist ein ganz schneller Weg. Also ich weiß gar nicht, wie schnell das geht. In der einen Sekunde, oha, Frau Wolf, ich schwöre, ich küsse deine Augen. Nächste Sekunde, alter Frau Wolf, ich deine Mutter. Aber das juckt mich nicht. Das juckt mich nicht. Ich habe ja vorgebaut mit meiner jahrzehntelangen Karriere. Ich meine, da habe ich ja schon alles gehabt, ja, Theater, Film, Fernsehen. Ich meine, ich habe alles schon gehabt, außer den großen Durchbruch. Habe ich wirklich alles schon gehabt, außer viele Fans. Aber ich hatte schon einen Hater, einen eigenen Hater. Mhm. Hater, die haten ja eigentlich so im Internet. Aber mein Hater, der war so alt, selbst zu alt für Facebook, der hat einen Leserbrief geschrieben. Und die Lokalpresse da, wo ich herkomme, die hat den dann auch noch gedruckt. Und so wurde ich gehatet für, Obacht, halt ihn fest, eine ekelhafte Menstruationsszene in einem Film, in dem ich mitgespielt habe. Ich meine, ihr kennt alle den Film, klar, du jetzt vielleicht nicht. Deswegen, ich erkläre ihm ganz kurz die Szene. Man sieht für eine Millisekunde Blut in einen Schlüpfer tropfen, der wird hektisch von Klopapier umwickelt, Cut, Szene vorbei, okay? Ekelhafte Menstruationsszene. Gut, dass er jetzt hier, weißt du, so einer, dass der jetzt denkt, die Menstruation, das ist so ein schickes, cleanes, blaues Gel. Das einmal im Monat wie von Zauberhand von der Decke tropft. In eine Damenbinde auf eine perfekt manikürte Hand. Oh, perfekter Auslaufschutz, genau da, wo ich ihn brauche. Dass du das jetzt mit deinen Tennis... Nein, wirklich, das kann man ja gar nicht, verstehst. Und dass man sich mit den nötigen kognitiven Ressourcen zusammenreimen könnte, dass es sich bei einem Film um Kunstblut handelt. Ich meine, die haben weder die Zeit noch das Geld, den ganzen Monat auf die Kathi zu warten. Aber mein Hater, der war kein Otto-Normal-Tennissocke, hör auf, über Periode zu sprechen. Nein, mein Hater, und das ist jetzt kein Witz, der ist praktizierender Gynäkologe aus meiner Nachbarstadt. Ein praktizierender Gynäkologe, der ein Problem hat mit Kunstblut, da komme ich als Psychologin auch an meine Grenzen. Aber ich liebe Herausforderungen. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, was es mir für eine Freude war, bei den Herrn Doktor einen Termin auszumachen. Zum Höhepunkt meiner Menstruation. Es war so ein Blutbad, ich muss gleich selber weggucken. Nein, ich mache nur Spaß, ich habe natürlich voll hingeguckt. Und als es dann vorbei war, habe ich ihm die Hand gegeben und gesagt, so mein Lieber, noch so ein Leserbrief und ich komme mit all meinen menstruierenden Freundinnen und wir drehen hier drin den nächsten Zombie-Film. Seitdem ist Ruhe und an mir perlt alles ab. Ich bin perfekt vorbereitet für die Kinder- und Jugendhilfe. Ja, wenn sich da jetzt so ein junger Mensch vor mir aufbaut und mir ins Gesicht brüllt, er möchte den Geschlechtsverkehr mit meiner Mutter vollziehen, ja, das juckt mich nicht. Da bleibe ich ganz ruhig, dann sage ich, okay, Großer, aber Hand drauf, weil meine Mutter hatte schon Schiss, du meldest dich nie. Paradoxe Intervention, nur so als Tipp.
muss ich ja immer Tipps geben, seit ich Psychologin bin, jetzt gerade mit Corona, alle irgendwie, ja, kennt ihr ja, 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 eben, ja, 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 genau. Ich habe da so einen alltagstauglichen Tipp, wenn ihr den vielleicht einfach so mit nach Hause nehmen möchtet, dass ihr auch ein bisschen noch mehr habt von dem Abend. Ist ganz leicht, es bedarf einer apodiktischen, sukzessiven Verlagerung der zerebralen Spannkraft im Blickwinkel der kognitiven Dissoziationen, um den deplorablen Defetismus oder Dysphorie mithilfe salomonisch effektiver Zerstreuung zu dechiffrieren, um in der Rekonvaleszenz zu rekursiver Resistenz zu gelangen, okay? Ja? Ja? Nee, dann machen wir es noch so. Wir haben ja auch noch ihn mit den Tennissocken. Machen wir es so, dass du es auch verstehst, dass du es auch mit nach positive Psychologie. Das ist diese Nummer, ist das Glas halb voll oder halb leer? Gut, bei uns ist meistens die ganze Flasche leer, aber ist eine andere Geschichte. Positive Psychologie, das muss man schon wollen. Ja, da muss man sich schon anstrengen und manchmal braucht es dafür auch ein bisschen Fantasie, dass man überall immer die kleinen guten Dinge sieht. Gut, manche übertreiben so mit ihrer Fantasie und sehen irgendwelche Dinge, die ich mir nur mit B12-Mangel erklären kann. Also ich sage nur Mikrochips in BioNTech und Co. Aber ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, warum die so einen riesen Heckmeck gemacht haben im Winter mit dieser Impferei. Ganz ehrlich, ich habe auch so eine Freundin, mein Gott, hat die sich angestellt. Meine Freundin kommt zu mir, gell, kurz vor meinem Booster, ja, kommt meine Freundin zu mir, nachdem sie sich gerade einen Schnitzel vom Discounter, Pulle Prosecco und eine halbe Schachtel Kippen eingebaut hat, kommt meine Freundin zu mir und sagt, Mensch, Kathi, bist dir sicher mit dem Booster? Willst du nicht besser aufpassen, was in deinen Körper kommt? Ich habe gesagt, du, ich habe keine Ahnung, wie das bei dir ist, aber bei mir ist der Zug leider abgefahren. Ich meine, schau dir mal meinen Ex-Freund an. Wenn das mal alle so sehen würden, wir hätten eine Impfquote von 100%. Scheiß doch auf die Genmanipulation. Das ist eine großartige Idee, die Genmanipulation. Ich meine, gucken wir uns mal um, genmaterialmäßig viel Luft nach oben. Und dann könnten wir alle einfach auf die gleiche Hautfarbe und die gleichen Geschlechtsteile setzen. Wen soll man dann noch diskriminieren? Und dann sind vielleicht nach der nächsten Pandemie nicht wieder nur die Frauen die Verliererinnen. Das heißt doch, die Pandemie, die hat die Emanzipation in die Krise gestürzt. Aber ganz ehrlich, was kann denn die Pandemie dafür, dass bei uns die meisten in systemrelevanten, unterbezahlten Teilzeitjobs, dass die meisten Frauen sind? Meine Mutter, die arbeitet in einem bayerischen Altersheim und hat vor 2 Jahren unter der Herrschaft von König Markus I. eine Einmalzahlung bekommen. Eine Einmalzahlung, die hat sich gefreut wie eine Schneekönigin, aber ich konnte gar nicht so viel runterschlucken, wie ich spucken musste. Ich sag, prima Mama, eine Einmalzahlung, die rettet dich garantiert vor der Altersarmut. Wenn du sie nur clever investierst, also in harte Drogen oder einen Bungee-Sprung ohne Seil oder diese Einschläferspritze da von der Tierärztin. Eine Einmalzahlung, ja, da bin ich mir doch sicher, die ganzen Menschen treten gern aus dem Balkonapplaus Rampenlicht zurück und überlassen den Applaus den Menschen, denen er gebührt. Also wenn ich zum Beispiel einen Maskendeal an Land gezogen habe, dann habe ich garantiert einen Applaus verdient, aber halt keine Millionen von Euro. Das ist so eine Tierart, die stirbt bei uns in Bayern leider nicht aus, der schwarze Raffgeier. Aber gut, wie soll die Schwestern, Entschuldigung, Brüderpartei sich auch um solche Lappalien kümmern wie Nebeneinkünfte, Steuerhinterziehung, Friedenspolitik, Klimawandel? Ich meine, die haben ganz andere Probleme und ProblemInnen. Gendern, die Vergewaltigung der Sprache. War sie wohl zu freizügig angezogen, die Gute, ha? Ich merke schon, jetzt muss ich mal, ich bin ja Psychologin, ich weiß genau, was jetzt Phase ist, ich muss jetzt die Männer in Schutz nehmen, gell? Muss ich mich, ja, ich muss mich da jetzt ganz schnell mal so bildlich auf den Schoß, keine Ahnung, ich komme nicht runter. Aber ich muss mich da mal bildlich auf, nein, wirklich, die armen Männer, da muss man sich ja auch mal reinversetzen, gell, in so einen Mann. Wirklich, Jahrtausende lang erfolgreich gelebtes Patriarchat und dann vor 100 Jahren aus dem Nichts, zack, bum, bäm, das Wahlrecht für Frauen.
Seit über 40 Jahren gehen wir Frauen zum Arbeiten, ohne davor bei unserem Mann um Erlaubnis zu betteln. Seit 1997 ist selbst die Vergewaltigung in der Ehe eine Straftat, obwohl Merz Seehofer und andere alte weiße Cis-Männer dagegen gestimmt haben. Und jetzt ist es so typisch Frau, kleiner Finger, ganze Hand, jetzt wollen wir wieder das Vollprogramm, ja. Ja, wir wollen nicht nur mit gemeint, sondern selber angesprochen werden. Wir wollen nicht nur die gleichen Jobs, sondern auch noch die gleiche Kohle. Und am liebsten wollen wir auch noch die Hälfte der Macht. Also Ladies, jetzt halten wir mal wieder einen Gang zurück und sind mal dankbar für das, was wir haben. Und wir haben schließlich schon die Frauenparkplätze. Gut. Und für den Weg ins überwachte Parkhaus zu unserem Frauenparkplatz, für den Weg dahin, da hat der liebe Gott schließlich das Pfefferspray erfunden. Ja. Schadet uns doch nicht, wenn wir aus lauter Angst nachts heimrennen und nicht gemütlich heimschlendern, weil beim Schlendern hat noch keine Kalorien verbrannt, so wie es von uns erwartet wird. Oh, 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 ich weiß schon, ich sehe hier gerade eine Riesenwolke über euch. Oh, ne, eine Feministin. Feministin, das klingt ja schon so unrasiert und ungevögelt. Gut, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich habe halt keinen Bock, dass jemand diskriminiert wird aufgrund seiner Herkunft, seines Geschlechts, sexueller Orientierung oder wegen was auch immer. Deswegen bin ich durchaus eine Feministin, ja, aber ich habe halt noch ein anderes Problem. Ich habe nicht nur Feminismus, ich bin auch sapiosexuell. Sapiosexuell bedeutet Intelligenz attraktiv findend. Da komme ich als heterosexuelle Frau schnell an meine Grenzen. Find da mal bumsbares Material. Natürlich bin ich untervögelt. Kann sie doch nicht sagen. Natürlich kann ich sagen, weil diejenigen, die es betrifft, haben es doch sowieso nicht kapiert, ha? Ja. So, wir machen noch eine kurze Mitmachnummer. Das ist mir immer wichtig. Positive Psychologie. Wir müssen gut abschließen. Ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der positiven Psychologie ist die Achtsamkeit. Da mache ich jetzt eine Übung, die auch du ganz gut, genau. Einatmen. Prima. Und ausatmen. Mit der Neutralität einer Salatgurke. Er übertreibt's. Ja, Achtsamkeit, das ist jetzt der neue Shit. Bei euch nicht? Ich habe das jetzt meiner Oma erzählt, dass ich jetzt voll achtsam bin. Meine Oma gleich voll panisch. Ist das auch ansteckend? Ich sag nein, das heißt, ich lebe so voll im Hier und Jetzt, ungeachtet der Vergangenheit und der Zukunft, weil ich vertraue auf die Macht des Universums, so wie du, auf den lieben Gott. Meine streng katholische, in Sachen Bibel fast schon fundamentalistische Oma hat mich dann nur angeguckt. Und so an Kruscht glaubst du? Haja, immerhin it evangelisch. Ich sag, Oma, wir brauchen Achtsamkeit in unserer Gesellschaft. Schau dich mal um, voll die Ellenbogengesellschaft, die Pandemie hat's doch gezeigt. Ja, Mädle, das hätte ich sowieso nicht verstanden, warum ihr euch in Lockdown ums Klopapier geprügelt hättet. Mir im Krieg, mir hätt halt einfach ein Zeitungspapier genommen. Da habe ich auch endlich verstanden, warum die Bild-Zeitung immer noch so eine hohe Auflage hat. Und das mit diesen Hamsterkäufen. Ich sag dir was, ihr mit euren Nudler, Mehl und jetzt Öl, so viel solltet ihr gar nicht frittieren, so fett wie ihr schon sind. Bei uns nach dem Krieg. Da gab's einen Kartoffelsack und mehr nicht und mir waren zufrieden. Bei uns gab's Kartoffeln mit nix und mir waren zufrieden. Ich sag, Oma, das kann man heutzutage nicht mehr bringen, Kartoffeln mit nichts. Kartoffeln mit nichts, postet es mal auf Insta. Habe ich ja jetzt tatsächlich mal ausprobiert. Hab ein Bild hochgeladen von Kartoffeln mit nichts. Drunter Hashtag Bio, Hashtag Regional, Hashtag Vegan. Ey, der Post ging so durch die Decke. Ich weiß nicht, wie viele Leute mich nach dem Rezept gefragt haben. In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke.